sage, ich bin stolz darauf, Deutscher zu sein, dann habe ich immer direkt das Gefühl, ich muss mich damit schlecht fühlen, das zu sagen. Wie siehst du das? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es da wirklich so zu zelebrieren gibt. Zu zelebrieren gibt, Deutsch zu sein? Oder ja, was meinst du? Weil, keine Ahnung. Niemand verbietet uns zu sagen, ich bin stolz, Deutsche zu sein. Aber queer sein ist ganz lange verboten worden. Schwul sein ist immer noch eine Beleidigung auf dem Schulhof. Und solange das so ist, muss mehr dafür gekämpft werden, dass die Rechte von queeren Menschen anerkannt werden als gleichwertig. Gedanke davon catcht mich irgendwie jetzt gerade nicht so. Warum sollte man zum Beispiel nicht die DFB unterstützen mit einer grünen Fahne? Also warum muss es die Deutschlandfahne sein? Warum muss es eine Deutschlandfahne sein? Weil ich auch stolz auf dieses Land bin und viele Hunderttausende und Millionen auch. Ich weiß, wir sind alle zutiefst erschüttert und äußerst traurig. Denn der Pride Month ist schon lange, lange vorbei und wir sehnen uns alle danach, denn es war so schön. Aber hier ein kleiner Vorschlag von meiner Seite. Wie wäre es, wenn wir das nächste Mal einfach ein ganzes Pride-Jahr einführen würden? Das wäre doch toll, oder? Also ich meine, oder einfach nie wieder ohne Pride. Also warum extra einen Monat für den Pride, um da den Fokus drauf zu legen? Das ist ja, das ist, nee. Aber zum Glück hat jetzt auch der Stolzmonat ein Ende. Oder? Ich dachte mir, ich gehe nochmal der Frage nach, ob man überhaupt sagen darf, ich bin stolz auf mein Land. Bin ich stolz auf mein Land? Ich weiß ja nicht aktuell. Hast du eigentlich schon von dem Pride Month gehört? Nee. Nicht Pride Month, jetzt habe ich schon falsch gesagt. Oh Gott, ich bin schon indoktriniert. Ja. Von dem Stolzmonat. Also es gibt ja jetzt Menschen, die gesagt haben, hey, wir sollen auch mal wieder stolz auf unser Land sein. So, es ist okay zu sagen, hey, ich bin deutsch, ich bin stolz drauf. Ja. Wie findest du die Gegenbewegung, sag ich mal? Finde ich gut. Ja. Also ich bin überhaupt null rassistisch, gar nicht. Und man wird ja immer so gerne in diese rechte Ecke reingedrängt. Heutzutage ist es ja ganz einfach zu sagen, du bist jetzt ein Rechtsextremer, was natürlich völliger Quatsch ist, also was wirklich absoluter Quatsch ist. Auch Flüchtlingspolitik und so weiter und so fort. Ich habe überhaupt nichts gegen Flüchtlinge, sollen alle herkommen, aber es soll auf jeden Fall dann von der Regierung vernünftig organisiert werden. Ich komme aus Hagen gerade. In Hagen ist aktuell echt richtig krass, was da abgeht, weil die Leute verwahrlosen da einfach vor sich hin und die keine Ahnung, die Regierung macht gar nichts. Also, und ich finde es traurig, also dass, wenn ich sage, ich bin stolz darauf, Deutscher zu sein, dann habe ich immer direkt das Gefühl, ich muss mich damit schlecht fühlen, das zu sagen, obwohl ich, keine Ahnung, ich habe schöne Großeltern, ich habe eine schöne Kindheit gehabt, also ich habe es eigentlich sehr genossen, dass ich, keine Ahnung, Deutscher bin und ja, ist doch eigentlich eine gute Sache, ich bin stolz darauf. Aber auf das Land jetzt, auf die Regierung gerade aktuell? Nicht, nee, okay. Ich keinen Bock drauf. Also da gehe ich in die Schweiz. Man darf jetzt auch oder sollte vielleicht auch mal wieder sagen dürfen, ich bin Deutsche, ich bin stolz auf mein Land. Ohne jetzt in so eine rechte Ecke gedrängt zu werden. Aber das ist genau das Problem. Das hat einfach einen unangenehmen Beigeschmack, diese Bemerkung zu machen, finde ich. Dann kann man es von mir aus gefühlt sein, aber diesen Satz zu formulieren, finde ich ganz schwierig. Damit habe ich auch ein Problem, aber das muss man irgendwie schon auch noch so stehen lassen dürfen. Ich persönlich finde es seltsam und mir würde dieser Satz nicht über die Lippen kommen. Aber ja, das muss man vielleicht tolerieren, dass jemand das sagt. Mhm. Wenn er sich dann dazu so weitgehend erklären kann, dass das definitiv durchkommt, der hat mit der rechten Ecke überhaupt nichts zu tun und der Satz hat damit nichts zu tun. Mhm. Vielleicht könnte man es irgendwie anders formulieren, aber weiß ich jetzt auch nicht so schnell, wie das. Ja, das ist dann schwierig zu formulieren, dass man nicht einfach sagen kann, ich bin Deutsch und ich bin stolz, Deutsche zu sein. Mhm. Das ist dann für Sie ja auch schon zu rechts, oder? Ja, ich weiß nicht, mit dem Satz habe ich ein Problem. Ja, also ich finde, das hört sich immer komisch an und schon, ich würde schon nicht mehr die Erklärung dazu abwarten. Moment mal, lass uns mal ganz kurz zurückspulen. Ich würde schon nicht mehr die Erklärung dazu abwarten. Sie würde nicht mal mehr die Erklärung abwarten. Das heißt, wenn eine Person, in dem Fall ich, zu ihr kommt und sagt, hey, ich bin stolz auf mein Land, dann ist es für sie anscheinend zu rechts oder zu schlimm, diesen Satz zu sagen, dass sie erst gar nicht die Erklärung abwarten würde. Das heißt, gar nicht bereit ist, mit dieser Person, in dem Fall mit mir, ins Gespräch zu kommen, zu wollen. Wollen zu kommen. Hast du das schon direkt abgestempelt quasi, okay? Ich meine, das ist genauso, wie mir jemand sagt, hey, ich esse nur Tofu. Finde ich auch scheiße, aber ich kann ja trotzdem mit der Person reden und herausfinden, warum sie so einen Schwachsinn von sich gibt. Können Sie denn verstehen, dass ich zum Beispiel sage, es gibt für mich Kritikpunkte an der LGBTQ-Szene? Ich weiß nicht, haben Sie Kinder? Nee, ich habe keine Kinder, aber ich habe lange Zeit im Kindergarten gearbeitet. Mhm. Und von daher, das ist bestimmt ein Thema, wo es lange dauert,
bis man das auch zulassen kann, dass das jetzt auch zu unserer Gesellschaft gehört. Aber ich finde, es gehört dazu. Mhm. Und genauso wie es unterschiedliche Richtungen gibt, was Ernährung angeht oder was Religion angeht, das wird ja auch versucht, alles mit einzubeziehen in so ein Kindergartenkonzept. Mhm. Und dann finde ich, müssen wir uns da auch öffnen und das auch dazu gelten lassen. Aber können Sie das verstehen, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe da ein Problem mit, dass Kindern in so einem jungen Alter irgendwie generell Bücher über Sexualität vorgelesen wird? Total. Falls Sie jetzt nicht ganz den Zusammenhang zwischen darf man stolz auf sein Land sein und LGBTQ-Queerness versteht, dann fragt mich nicht, ich verstehe es selber nicht. Nein, eigentlich habe ich das Video vor langer Zeit aufgenommen und es gibt ja schon den ersten Teil, der da heißt Gott ist queer. Und es ist an diesem Tag einfach so viel Gutes, das war das Wort, was ich gesucht habe, so viel Gutes gesagt worden, dass ich gerne diesen zweiten Teil auch noch an die Öffentlichkeit bringen möchte, denn es ist einfach super, welche Antwort ich schon wieder bekommen habe. Wie siehst du das? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es da wirklich so zu zelebrieren gibt. Zu zelebrieren gibt, deutsch zu sein, oder ja, was meinst du? Weil, keine Ahnung. Ich finde so, ich weiß nicht, ich habe den Sinn. Jetzt gerade erschließt mir das nicht, jetzt nachdem ich es gehört habe, aber keine Ahnung. Ja, der Sinn könnte einfach sein, dass man wieder sagen darf, dass man stolz ist, Deutscher zu sein. Ja, aber das Ding ist, ich bin sowieso nicht so ein großer Fan von so Patriotismus, weil, keine Ahnung, nur hier geboren zu sein, ich weiß nicht, was so ein krasses Ding daran ist einfach, oder halt mit deutscher Kultur aufgewachsen zu sein. Mhm. Ich weiß nicht. Deutsch ist irgendwie... Der Gedanke davon catcht mich irgendwie jetzt gerade nicht so. Okay, aber du lebst trotzdem gerne in Deutschland? Ich lebe sehr gerne hier in Berlin auf jeden Fall, das muss ich sagen, ja. Bist du hier geboren in Deutschland? Ja? Ja. Aber fühlst du dich als Deutscher oder wahrscheinlich dann nicht? Ich weiß nicht. Ich habe an sich nicht so generell irgendwie so, selbst so meine Vorfahren kommen zum Beispiel aus Italien oder aus Afrika und ich würde auch trotzdem nicht sagen, dass ich irgendwie Italiener oder Afrikaner bin oder halt Deutscher. So, mhm. Das für mich... spielen solche Labels nicht so eine große Rolle. Okay. Ja, cool. Danke dir auf jeden Fall für deine Meinung. Viel Spaß heute. Ich glaube, alle Leute dürfen tatsächlich, solange es im Rahmen unserer Gesetze sind, sagen, was sie möchten. Und wer stolz sein möchte, deutsch zu sein, soll das tun. Ich glaube, der Witz ist, niemand verbietet uns zu sagen, ich bin stolz, Deutsche zu sein. Aber queer sein ist ganz lange verboten worden. Schwul sein ist immer noch eine Beleidigung auf dem Schulhof. Und solange das so ist, muss mehr dafür gekämpft werden, dass die Rechte von queeren Menschen anerkannt werden als gleichwertig. Wenn die gleichwertig sind, safe, lass noch mal reden, ob da eine über mehr Vorteile gehen, weil da keine Benachteiligung mehr ist. Aber solange wir eine Benachteiligung haben, ist es auf keinen Fall verkehrt, gegen diese Benachteiligung zu kämpfen. Und wenn dann Deutschen? Privilegierten. Ja. Wenn ich aus einer super privilegierten Position sage, ich habe aber auch Privilegien und ich will, dass meine Privilegien anerkannt werden. Ist halt. Aber vielleicht sind es ja auch einfach ganz unterschiedliche Themen. Ich glaube, das ist jetzt einfach nur so entstanden, weil halt wir jetzt einen kompletten Monat rund um LGBTQ haben und da haben sich vielleicht ein paar Menschen gedacht, hey, warum nicht auch einen kompletten Monat einfach um Deutschland mal, um das sagen zu dürfen. Das ist nicht unpolitisch. Das ist eine politische Entscheidung zu sagen, wir wollen einen kompletten Monat, um stolz auf Deutschland zu sein. Meiner Meinung nach ist das ein kompletter Monat, um tatsächlich rechtsnationale Ideologie gesellschaftsfähiger zu machen und das kritisiere ich. Ja. Ja, ist ja auch für legitim. Kannst ja sagen, was du denkst. Wir sind ja in einem Land mit Meinungsfreiheit. Aber ernst gemeinte Frage an euch. Darf ich sagen, ich bin stolz auf mein Land? Oder muss ich immer noch die Schuld dafür tragen, was in der Vergangenheit passiert ist? Und wenn ja, dann fragt euch mal, warum.